Gatekeeper, hier Fortress. Bitte wiederholen. Kontakt bricht ab. Over. Die Chinesen spielen den Kanal nördlich des Fensters. Nicht in den Kapitän. Nicht anpacken. Leck mich am Arsch. Sir, ich kann's mit dem Morsecode probieren. Das müsste klappen. Keine Zeit. Die Zerstörer hinter uns werden nicht anhalten und warten. Befehle, Sir? Sie schalten Radar, Sonar und jeden einzelnen Scanner an, den wir haben. Ich will wissen, in welche Scheiße wir geraten. Das waren die schlimmsten 3 Stunden meines Lebens. Nicht gerade die Heimfahrt, die ich mir gewünscht habe. Da ist die Valkyrie. Ja. Sie geht ihnen direkt in die Falle. Ankoppeln! Ankoppeln! Geht's dir auch gut? Koahase und Notration. Mein Magen dreht durch. Leck mich am Arsch! Prüf die Reißleinen! Wenn du kotzen musst, ziel auf die Feinde am Boden. Ausrüstung prüfen! Was sein muss, muss sein, Wrecker! Was sein muss, muss sein! Los geht's! Bereit halten! So, erstmal hi und willkommen, herzlich zurück zu Battlefield 4. Der letzten Mission. So, so episch wie der letzte Abgang war, mir hat er zumindest gefallen, startet die Mission auch. Alles okay, Hanna, danke. So, gucken wir doch eben mal. So, palüm palüm, statt die Ska nehmen wir UMP-45 und statt dem Revolver schnappen wir uns wieder mal ein Scharfschützengewehr. Ne, wir nehmen Präzisionsgewehr hier. SV. Ne, wir schnappen uns die M82A3. So. Jetzt haben wir hier noch ein paar Gadgets einpacken. Da nehmen wir... Ja gut, wir haben bloß das zur Auswahl. Nehmen wir uns den Boost hier mit. So, und wenn wir dann hoch hier. So, Kopfschuss. Nächster Treffer. Da hinten ist auch noch einer. Noch ein Kopfschuss. Und da hinten oben. Na komm schon. Das kriegen wir daneben. So, wo haben wir denn hier noch? Da hinten. Was denn eigentlich, wenn wir auf die Raketen da schießen? Können wir auch mal gleich testen. Ob die mit hochgehen. Ah, passt. Ja, doch. Schade, hätten wir mal vorher machen sollen. So, und weiter hier. Scharfschütze auf dem... da oben. Da ist noch wer. Auch ausgeschaltet. Wohoho. Stand uns eine direkt gegenüber. So, der ist mal abgeschmiert. Blendgranate. Wo, wo, wo. Hey, hey, hey.
so sieht's aus. Chris, das, noch einer. Wir werden hier schon gut belagert. Das alles zu Anfang. Meine Fresse, wo kommen denn die ganzen Granaten hierher? Hier hinten muss noch einer sein. So, der ist auch Geschichte. Gerade irgendwas Gutes verpasst. Woho, da haben wir ihr die Planke weggeschossen. Ist ja da einer. Wenn nicht noch einer da hinten. Geht doch. Da hinten schießt noch einer, er schießt gegen die Kisten. Ja, nur komm schon. Jetzt mit eliminiert? Ich habe keine Ahnung. So, wir gucken erstmal. Cool. Wo müssen wir denn hin? Ich habe ehrlich gesagt gerade gar keinen Plan, wo wir hin müssen. Wir werden jetzt einfach mal durchmarschieren. Ja, laufen wir einfach mal weiter und gucken wir uns. Stehen sie schon? Oh, komm schon. Das gibt's doch nicht. Da unten ist auch noch einer. Aha. So. Unter uns befindet sich, hoffe ich, nichts mehr. So, da haben wir auch schon die erste Medaille, Bronzemedaille. Und haben eine 870 MCS freigeschalten. Alter, ist hier. So, kaputt. Hier von unten noch irgendwie? Ich hab... Kurz nachladen, Leute. Tut mir sehr leid. Aber ich sehe hier gerade nicht wirklich viel. Irgendwie kann ich hier nichts ausfindig machen. Wo hier noch irgendwas unten sein könnte. Irgendwo wird hier noch auf mich geschossen. Einmal. So, der kommt nicht raus, der Hund. Versuchen wir mal einigermaßen zu locken. Komm hoch. So, Feind eliminiert. Astrein, die Welt hat gesessen. Da unten muss irgendwo noch was rumkauern. Sieht zumindest laut Minimap so aus. Ich sehe aber nichts. Ich kann hier nichts erkennen. So, und da oben ist noch was. Alter Drecksau. Los, komm schon. Hoch mit dir. Hier, komm. Alter, wer drängelt sich hier? Irish wieder. So. Oh, da ist was abgestürzt. So, da sind Irish und Henna. Zack. Der erste. Da hinten. Erkennen wir nichts, wie immer. Ist ja nicht neu. Ach da. Ups. So, da haben wir auch schon die Silbermedaille freigeschalten. Das ging ja jetzt extrem schnell hintereinander.
Finde ich zumindest. Und eine ACE-52-CQB. Ey. So, wir spielen den Modus übrigens immer noch. Wow, auf normal. Ja, und dass wir uns in der letzten Mission befinden, habe ich euch schon gesagt. Die Story hier so. Mann, jetzt treffe ich hier den scheiß Eli nicht, oder was? Das ist halt zum Kotzen hier. Dafür haben wir keine Munition mehr. Granaten fliegen natürlich im Bogen. Kein Treffer. Gut, dann kämpfen wir uns erstmal hier ein bisschen auf dem Boden weiter vor, würde ich sagen. Lassen wir dann erstmal nachladen. Oh, na, okay, oder auch nicht. Wenn er uns so nah kommt. Oha, und schon die Goldmedaille gleich hinterher. Das war ja mal sehr extrem schnell. Das ist die falsche Waffe. Die wollten wir haben. Einmal. Keiner mehr. Da hinten haben wir noch wen. So, und das war's, glaube ich. So, komm her, mein Freund. Kopfschuss kriegst du jetzt nicht verpasst. So. Oh. Los, hoch mit dir. Oder raus. Geht natürlich auch. Deck gesichert. Garrison ist drinnen, wollen wir da mal rein, ha? Wo gehen wir rein? Runter, noch eine Etage tiefer. Irish. Weißt du noch, was ich dir über mein Dorf erzählt habe? Das war gelogen. Ich habe nur wieder dasselbe Gefühl. Hannah, sag sowas nicht. So, rein, rein. Hannah, bleibst da. Geh weiter. Geh uns nicht mehr in den Rücken fällt. Boah. Hannah, links. Ich übernehme den Gang. Wir versuchen mal die Frau zu schützen. Hier ist zu. Voll los, du Wichser! Bleib am Track! Ich hätte dir fast schon wieder ins Gesicht geschossen. Du bist zurück. Tombstone ist noch am Leben. Leck mich am Arsch. Wir dachten, du wärst tot, Koffel. Peck, Alter, ist ja mal. Scheiße, als ihr weg wart. Wo ist Gigi? Geht's ihm gut? Ich geht's noch. Es ist gut. Ja, Ginger ist in Sicherheit. Ich bringe euch hin. Sergeant Pekowski, was ist mit den Flüchtlingen? Marines, ihr bleibt bei ihnen. Tombstone muss zur Krankenstation. Nach Ihnen, Sergeant. So, wir laden die Waffen mal nach. Das ist ja mal sehr geil, dass Peck doch noch lebt. Sichert die Ecken. Hey, Peck. Zu zweit. Was ist in Singapur passiert? Wie bist du da lebend rausgekommen? Ich hab mich bei den Eiern, aber ich bin davon gekommen. Belass mit. Hab mich nur gefragt, wie du so ein dreckiges Mundwerk gekriegt hast. Das kommt daher, dass ich mit dem Loch im Bauch durch einen ewig langen Abfluss gekrochen bin. Okay, hier geht's nicht näher lang. An die Hölle kommst du nicht mehr. Hier geht's nicht lang, Leute. Aber vielleicht müssen die auch die Tür öffnen. Du bleibst bei mir, Rack. Greifen gleichzeitig an. Öffne die Tür. Ach, hier die Tür, alles klar. Geht los, halt ich bereit. Sehr schön.
So. Raum gesichert. Hoho, Hunde. Hat sich doch tatsächlich noch einer hinten versteckt? Na, wo ist die kleine Sau hin? So, gesichert, Leute, rein hier. Alles klar. Gegner sind ausgeschaltet. Sag ich ja. Weiter geht's, kommt. Wir sind unterwegs. Tombstone ist hier. Okay, Beeilung. Irish Back, Hannah. Ah, da sind sie. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Sie waren mehrere Tage bewusstlos. Sie sollten nicht reden. Meine Stimme ist meine Waffe. Wenn ich schweige, bin ich nichts. Ja, nicht so lange. Du bist sie. Buhuang, die Jungen sind meine Hoden. Sie kommen. Jenks Männer. Hier. Nehmen Sie das. Sie müssen hier weg. Ich habe die Waffen abgelegt, Captain. Meine Brüder werden mich nicht töten. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ihre Brüder halten Sie für tot. Sie sind ein Ziel wie wir und man wird versuchen, sie zu vernichten. Dann müssen Sie mich sehen. Erkennen, dass ich noch atme. Sie werden ihre Mission vergessen und die Waffen niederlegen. Lassen wir sie rein und warten ab? Ja. Das war ein Witz. Irish, Wrecker, bewacht die Tür. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Das kann ich nicht zulassen. Hören Sie zu. Wenn die sie sehen, sind sie tot. Nur diese Tür hält sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zeigen, nicht zu meinen Brüdern sprechen kann, ganz ohne Furcht, habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Öffnen Sie die Tür, Sergeant. Okay. Auf deine Verantwortung, mein Freund. Wait, Shanti. 你被骗了 如果你用已经我会告诉你的事情 Tu es nicht, tu es ja nicht. Zurück! Zurücktreten! Jinjai-Huo, wir müssen die anderen sagen! Jinjai-Huo! Das ist Jinjai-Huo. Ja, Jinjai-Huo. Auf der Dichtung. Das ist wahr. Jinjai-Huo. Jinjai-Huo. Der Penner hat's tatsächlich geschafft. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch drauf. Ach du Scheiße! Was ist denn das jetzt her? Wir sind in der Mitte getroffen. Auf der Chao-Pamme. Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rap und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Peg. Zeig's ihnen. Wrecker, Irish, ihr kommt mit. Hannah, bist du ganz sicher? Jinjie. Wie sind die Jankang? Viel Glück. Danke, Sir. Okay, ich will einen Whip voller C4. Vorbereitet und starten da sofort. Beeilung, wir sind unterwegs. Das war unglaublich. Ist der immer so? Ja, an seinen guten Tag. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür er steht.